Ja, Teufelsfrüchte sind in One Piece so ein Ding für sich. Eine so große Vielfalt, man kann alles in eine Fähigkeit verwandeln, mit der Charaktere dann in der One Piece Welt glänzen können. Und wir haben schon so einige kennengelernt, aber die Vorstellung der Menschen ist enorm groß. Und Oda sagte uns im Mund von Vegapunk sogar, dass Teufelsfrüchte aus den Wünschen der Menschen entstehen. Sprich, auf einer gewissen Art und Weise könnte es jede einzelne Teufelsfrüchte über jedes Ding auf dieser Welt geben. Aus diesem Grund denke ich, werden Teufelsfrüchte in One Piece in naher Zukunft einen noch größeren Wert bekommen. Das haben wir jetzt schon in Wano feststellen können. Die ganzen großen Kämpfer oben waren eigentlich fast alle Teufelsfruchtnutzer. Ich meine, der Kampf Big Mom gegen die zwei Rookies und Kaido gegen Ruffy sind alles Teufelsfruchtnutzer. Und Oda zeigt uns damit, hey, Teufelsfrüchte in One Piece sind sehr cool und ich will damit arbeiten und damit zeichnen und wer sagt jetzt nicht, dass Oda die in Zukunft sogar noch mehr benutzen wird? Und genau deswegen bin ich hier und mache dieses Video. Und jetzt haltet euch ganz fest, am besten schnallt euch sogar an. Was haltet ihr von der Idee, dass sogar bestimmte Charaktere wie Corby in Zukunft eine Teufelsfrucht kriegen könnten? Und ja, hey, ich weiß, das klingt absurd und ich habe vor gefühlt 6 Jahren ein Video zu Corby gemacht, dass er eine bestimmte Teufelsfrucht kriegen wird. Und ich habe auch in meinen letzten Videos gefragt, ich will ein Video über einen Corby machen, der eine Teufelsfrucht kriegen könnte, könnt ihr erraten, welche das denn sein könnte? Und da kamen richtig, richtig viele lustige Vorschläge, die zu Corby passen würden und dann dachte ich mir, hey, ich mache ein Video daraus. Und wenn ihr darauf gespannt seid, dann schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, wird die Teufelsfrucht sein, die ich Corby zuordne und was denkt ihr passt am meisten zu Corby? Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Ich feiere es, wie ihr aktiv seid in letzter Zeit. Es macht mir Spaß, Videos für euch zu machen. Lasst uns die letzten paar Jahre, die wir in der One Piece Welt noch haben, gemeinsam bestreiten. Und ja, ich muss leider zugeben, ich bin ein kleiner Corby-Fanboy. Ich meine, er ist ein Charakter, der so gut wie nie vorkommt oder vorkam, aber er ist seit Folge 1 dabei und für mich hat das einen großen Wert. Weil die Folge 1 von One Piece aus irgendeinem Grund habe ich jetzt schon sehr oft geguckt. Ihr kennt bestimmt das Szenario, man zeigt irgendwelchen Freunden One Piece und guckt die erste Folge gemeinsam und deswegen habe ich Corby sehr oft gesehen. Allein der Fakt, dass Corby in Folge 1 vorkam und Ruffys erster richtiger Freund war, ist schon bemerkenswert. Also ich meine, er kam sogar vor Zorro vor. Und Leute, wisst ihr eigentlich, was das heißt? Es ist ein Shonen-Anime, in dem zwei Charaktere in der ersten Folge Rivalität aufbauen. Könnt ihr euch bitte vor Augen führen, was für eine Wichtigkeit Oda Corby eigentlich zuordnen will? Sonst hätte er die erste Folge nicht einem Charakter wie Corby gewidmet. Glaubt mir, Oda weiß genauso wie euer Freund Kanista, dass Corby einer der wichtigsten und stärksten Charaktere in der ganzen One Piece Welt sein wird. Und deswegen bin ich umso gehypter zu sehen, was Corby gerade macht. Nach nur 2 Jahren, nachdem er nichts konnte, kommt er auf Blackbeards Insel und setzt eine Attacke ein, die der von Garb gleichkommt. Und mir egal, was alle anderen sagen, glaubt mir, Corby hat auch das Königshaki. Ich sag es jetzt hier und schreibe es auch schwarz in weiß in die Kommentare, wenn Corby nicht das Königshaki hat und es irgendwann bis zum Ende von One Piece nicht rauskommt, dass er es hat, dann werde ich aufhören mit YouTube-Videos. Da werden sich so einige freuen und die einigen werden traurig, aber ich bin mir so sicher, dass ich das sogar versichern kann. Aber mal eure Meinung würde mich da auch mal interessieren. Ab in die Kommentare damit. Königshaki oder kein Königshaki, lasst uns mal ein bisschen debattieren, ohne uns auseinanderzunehmen. Aber naja, um das Königshaki oder das krasse Rüstungshaki, was Corby haben wird in der Zukunft, soll es gar nicht gehen, weil das würde wortwörtlich das Video sprengen, denn er wird meiner Meinung nach einer der stärksten Haki-Nutzer, genau wie Garb. Er wird Garb übertreffen und auch Roger und wird auf dem Level von Ruffy sein und an seiner Seite kämpfen. Ich weiß, tut mir leid, war jetzt sehr, sehr viel gesagt und sehr, sehr viel aus dem Fenster gezogen, aber ist mir egal, ich werfe das so in den Raum. Macht damit, was ihr wollt, lasst uns in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Hauptsächlich habe ich dieses Video ja angefangen, um über eine bestimmte Teufelsfrucht zu reden, die ich finde zu Corby sehr gut passen würde und ich denke, dass er, wenn er eine Teufelsfrucht kriegt, sehr wahrscheinlich diese kriegen wird. Und die Rede ist hier von der Eisfrucht von Aokiji. Ich habe damals schon ein Video darüber gemacht und ich meine wirklich damals, vor 6, 7 Jahren, dass Corby irgendwann die Eisfrucht kriegt. Und dafür gibt es bestimmte Punkte oder Indizien, die viele Fans so wünschen lässt. Und ihr werdet staunen, aber es ist nicht nur meine absurde Theorie, nein, darüber haben die Fans vor Jahren mal wirklich ernst diskutiert. Und momentan finde ich es sogar umso spannender, diese Frage in den Raum zu werfen. Diese Frage ist hauptsächlich entstanden, weil Corby einen Powersprung braucht. Wir wissen, dass Corby eine sehr wichtige Rolle hat, das habe ich in den ersten paar Minuten dieses Videos meiner Meinung nach sehr gut erläutert. Wie soll Corby aber es jetzt schaffen, genau wie Roger und
und Garp zusammen gekämpft haben, mit Ruffy gemeinsam zu kämpfen. Er wird doch niemals den enormen exponentiellen Kraftwachstum von Ruffy standhalten können. Oder, Moment, na, es gibt Teufelsfrüchte in One Piece. Auch wenn Haki das Wichtigste ist, das hat Kobby ja sogar, gibt es Teufelsfrüchte, die ihn sehr enorm stärken würden. Und so entstand damals diese Theorie, dass Kobby irgendeine overpowerte Frucht kriegen muss. Viele waren der Überzeugung, Kobby kriegt die einzig wahre Haki-Frucht. Ich meine, wenn Teufelsfrüchte aus den Münzen der Menschen entstehen, warum sollte Kobby nicht irgendwann die Haki-Frucht kriegen? Irgendein Charakter hat doch bestimmt sich enorme Stärke gewünscht und somit gewünscht auch, dass er das Haki besitzt. Und somit ist es ein Wunsch und somit könnte es auch eine Teufelsfrucht geben. Also es gibt die Jacken-Jacken-Frucht. Irgendein Idiot hat sich eine Jacke gewünscht und damit ist die Frucht entstanden. Wieso soll es somit nicht die Haki-Frucht geben? Ich bin mir sicher, das haben sich umso mehr Charaktere gewünscht. Und klar, es ist nicht zu 100% bestätigt, ob Teufelsfrüchte so entstehen, aber es ist die Theorie von Vegapunk und Leute, Oda schreibt One Piece. Wieso soll Oda durch Vegapunk eine Theorie in den Raum werfen, die dann am Ende nicht stimmt? Also Oda wird schon seine Absichten hier haben und ich bin mir sicher, dass es eine Haki-Frucht geben muss. Frage ist nur, ob Oda davon Gebrauch machen wird, weil es würde viel aus dem Gleichgewicht bringen. Das, was Teufelsfrüchte annulliert, soll also selber eine Teufelsfrucht sein. Es ist im Grunde genau das wie eine Wasserfrucht. Also bevor nicht eine Wasserfrucht existiert, würde ich sagen, wird auch keine Haki-Frucht existieren. Deswegen glaube ich nicht, dass Kobby die Haki-Frucht kriegen wird. Dieses Haki wird er auch so schon erreichen, genau wie sein Meister Sensei Garp. Und genau deswegen bin ich der Ansicht, dass er die Teufelsfrucht von Aokiji kriegen wird. Denn die Begründung ist auch leicht zu verstehen. Akainu ist derjenige, der momentan unter der Marine den Sinn oder die Moral der Gerechtigkeit voranbringt. Die Marine hat sozusagen das Bild, was es bekommen hat, teilweise durch auch Akainu bekommen. Und ich rede nicht von der Weltregierung, das müsst ihr klar differenzieren. Ich rede von der Marine. Und somit ist Kobby das Entgegengesetzte von Akainu und wird ihm irgendwann mit seiner Werteinstellung, was da schon bei Marineford passiert ist, gegenüberstehen. Schon auf Marineford hatten die beiden sozusagen ein Face-Off und mussten mit ihren Moraleinstellungen clashen. Und ratet mal, mit wem Akainu auch ein Clash hatte? Richtig, mit Aokiji. Und viele One Piece Fans behaupten oder sagen, das könnte ein Foreshadowing darauf sein, dass es irgendwann diesen Clash wiedergeben wird. Nur dass diesmal Kobby dort sein wird mit der Eisfrucht. Das, was Aokiji nicht zu Ende bringen konnte, wird Kobby dann machen und dann Akainu die Stirn bieten. Somit hätte man auch eine coole Storyhandlung, weil Aokiji genauso Meinungsverschiedenheiten hatte und den Kampf verloren hat. Und dieses Mal schafft es Kobby sogar mit der gleichen Frucht. Man sagt ja auch, Teufelsfrüchte tragen den Willen. Und da auch die Teufelsfrüchte der beiden Charaktere Aokiji und Akainu einen enormen Fokus gespielt haben in diesem Kampf und auch bei der Visualisierung enorme Rolle gespielt haben, denke ich, dass die Willen der Teufelsfrüchte auch der gleichen sind. Also wird das wieder passieren, der Wille von Aokiji wird fortgeführt und somit auch der Wille der Gerechtigkeit, die Kobby vertritt und dieser Clash wird wieder existieren und es wird ihn wiedergeben. Auch wenn nicht in der Form, dass wieder ein Kampf entsteht, ein 1 gegen 1, Kobby wird definitiv eine Auseinandersetzung mit Akainu haben. Außerdem sagen viele, dass der Charakter von Kobby perfekt zur Eisfrucht passt. Kobby ist ein sehr ruhiger, cooler und auch teilweise lästiger Charakter, auch wenn er manchmal sehr fröhlich und gut wie Ruffy wirken kann, passt, finde ich, das Element Eis sehr gut zu ihm. Das ist dann wiederum nur ein Bauchgefühl vieler Fans, aber es wäre einfach cool zu sehen. Ein anderer Grund ist natürlich, dass jetzt sein Meister von Aokiji teilweise besiegt wurde. Wer sagt denn jetzt nicht, dass die ein Face-Off haben und somit irgendwie Kobby an die Frucht von Aokiji drankommt. Es wäre einfach eine coole Storyhandlung zu wissen, dass Kobby die Teufelsfrucht hat von dem Charakter, der die Niederlage von seinem Sensei auf dem Gewissen hat. Es würde dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Pep geben und Geschichte dahinter bringen, was für eine Teufelsfrucht und warum er diese Teufelsfrucht hat. Und da bin ich auch auf eure Meinung gespannt, ab in die Kommentare damit. Denkt ihr, dass das passieren könnte? Wenn man meine Meinung am Ende diesem Video wissen will, ich glaube nicht, dass Kobby ehrlich gesagt eine Teufelsfrucht kriegen wird jetzt noch. Er wird Garp in die Fußstapfen treten und seinem Haki-Monster-Ruf volle Ehre bringen. Er wird sogar noch stärkeres Haki-Monster als Garp sein, weil er einen Willen hat, der keinem Charakter gleichkommt. Deswegen denke ich nicht, dass er so spät in der Geschichte noch eine Teufelsfrucht kriegt, die er dann noch erwachen müsste, um so stark damit zu werden, um Ruffy gleichzukommen. Ich denke einfach, Kobby wird mit Königshaki und seinem Willen punkten und nicht mit einer Teufelsfrucht. Aber hey, die Theorie ist ganz cool und ich bin auf eure Meinung gespannt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das war's erstmal von mir. Peace out, euer Kanista.